Herr Streibel, meinen Sie, man könnte nicht schon Kinder im Kindergarten, natürlich auch in der Schule, für das Thema mehr sensibilisieren? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, und das möchte ich vielleicht auch voranstellen, es ist ein Thema, das uns alle angeht. Also Antisemitismus betrifft nicht nur also eine Bevölkerungsgruppe, sondern Frau von Schnurbein hat es vorher auch richtig gesagt, es ist eine Ideologie. Es ist eine Grundhaltung von manchen Menschen, die sich fundamental gegen unser biblisches, humanistisches Menschenbild wendet. Eine Grundhaltung, die letztlich auch gegen unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung geht, gegen die plurale, vielfältige Gesellschaft, die wir haben. Also gegen eigentlich das, was man früher auch gesagt hat, die westlichen Werte sich stellt. Und deswegen, also wenn Antisemitismus auftaucht, dann ist es nicht nur ein Angriff auf unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern es ist ein Angriff auf unsere Gesellschaftsform, es ist ein Angriff auf die Art und Weise, wie wir leben. Und es ist immer der Beginn von Schlimmeren. Und von so müssen wir als freiheitsliebende Gesellschaft, was wir im Freistaat Bayern so sind, da sehr, sehr sensibel sein und hier also klare Linien und Grenzen aufzeigen. Aber es ist das andere, dass eine solche innere Grundhaltung also gar nicht entstehen kann, müssen wir im Grunde bei der Bildung und Erziehung anfangen und letztlich schon also auch in den Kitas, in den Schulen. Und da geht es eigentlich darum, sich gegenseitig kennenzulernen, die andere Religion kennenzulernen. Dass Angst haben die Menschen dann vor dem Fremden, das, was sie nicht kennen, das Unbekannte. Und hier in einer vielfältigen Gesellschaft, da müssen wir die vielfältigen Lebensentwürfe, die es in der Gesellschaft gibt, die muss man auch kennenlernen und auch schätzen lernen. Und da gehört natürlich das Judentum gehört auch mit dazu und ist ein zentraler Bestandteil also bei uns. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch schon, glaube ich, in den Kindergarten auch spielerisch vielleicht dann also das kennenlernt, dass man es auch in der Schule, auch gerade im Religionsunterricht, aber auch in den anderen fächerübergreifend auch darstellt, wie schauen die anderen Kulturen auch aus. Dass man so dann letztlich auch und auch die Sache, wo man sagen, wir brauchen auch eine Kultur des Hinschauens. Da, wo Leute ja, wegen ihrem Glauben stigmatisiert, ausgegrenzt werden, wo man meint, einen einfachen Weg gehen zu müssen, um eigene Fehler zu kaschieren, indem man mit dem Finger auf andere zeigt, dass man hier also schon in der Jugend sensibilisiert. Und ich denke, dass man hier also auch zum Beispiel schon beim Lehramtsstudium auch die Lehrer und Erzieher also auch darauf hinweisen und mit einbinden muss, dass die auch wissen, was sie da auch vermitteln sollen oder vermitteln können. Also und da heißt, dass man schon auch zum Beispiel in die Lehrpläne auch mit stärker noch reingehen müssen. Aber auch ganz wichtig, auch in der Erwachsenenbildung, dass man hier auch sagt, dass man gegen Vorurteile aufklärt. Also das Beste ist im Grunde also wirklich aufklärerisch tätig zu sein und auch ein gemeinsames Miteinander kennenlernen. Also dass man auch mit der Kindergartengruppe mal eine Synagoge besucht. Dass man andererseits auch eine Kirche besucht, dass man mal schaut, was an Glaubensvielfalt, also an kulturellen Vielfalten bei uns in der Gesellschaft vorherrscht. Und das ist eigentlich was Schönes. Und da denke ich, und die persönliche Begegnung ist noch besser. Wenn man sich persönlich kennt und in einer Klasse sitzt, also dann schießt man ja auch nicht aufeinander, sondern dann schätzt man sich. Und das ist, glaube ich, dieses Miteinander. Das muss man ganz stark mitvermitteln. Und das eigentlich von ja, frühester Jugend an. Dr. Schuster, bleiben wir in der Schule, weil es eben so unglaublich wichtig ist. Es gibt ja Musikgenres, die eine ziemlich derbe Sprache haben, was schon mal echt schlecht ist, aber es gibt auch Songs, die Ideologien verbreiten und auch oft antisemitische. Zum Beispiel kennen wir das aus der Rapper-Szene. Ist es, Teil 1 der Frage, vielleicht sinnvoll, solche Songs im Unterricht zu besprechen? Oder, so finde ich, warum sind diese Lieder überhaupt erlaubt? Lassen Sie mich eine ganz kurze Anmerkung, ich komme darauf gleich zurück.
zum Thema Judentum und Schule oder Kindergarten und Schule. Kein Kind auf dieser Erde wird als Antisemit geboren. Also irgendwann kommt es zu dieser Prägung, zu dieser Entwicklung und dem muss man so früh wie möglich entgegenwirken. Also auch unbedingt gerade schon im Kindergarten, gerade schon in der Schule. So, jetzt zu Ihrer Frage. A, bin ich der Meinung, dass diese Rapper-Songs, die eindeutig rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische Inhalte haben, verboten gehören. Klar, verboten gehören, gegebenenfalls auch strafrechtlich verfolgt gehören. Ich glaube, da hat die Justiz doch eine weitergehende Aufgabe. Wenn man exemplarisch sich einen solchen Song nimmt, um ihn dann in der Schule zu besprechen, um auch klar mit Hinterneben-Seitengründen zu besprechen, kann ich mir vorstellen, dass das nicht für alle, aber für einen Teil, vielleicht für einen Großteil der Schüler doch erhellend ist und vielleicht auch hier gerade mehr Sensibilität dafür schafft, sich mit Liedtexten auseinanderzusetzen. Also würde ich für sinnvoll halten, nicht jede Woche ein anderes, aber einmal ein solcher Text, ja.